Haben wir nicht hier angefangen? Dann hören wir auch hier auf. Ich frage mich immer noch, warum ist das hier? Wer hat das hier hingebaut? Und was ist der Grund? War das hier für Wasser? Oder für wen oder was war das? Wer oder was hat das hier hingemacht? Und wieso? Wasser kann ich mir nicht vorstellen irgendwie. Weil so andere Sinn gibt's nicht. Sowas wird man niemals in echt machen, um zu fahren. Für Snowboarden oder sowas. Monströser Sprung von 60 Meter. Yeah. Ach man. Also hier waren wir auch schon mal. Weil ich mit den Touchpads mal Dings machen könnte. Neueste Challenge oder letzte Challenge oder sowas. Das wäre schön. Komm, irgendwas Schönes noch zum Schluss. Hier können wir noch nicht drauf, aber hier ist was Neues. Was denn? Von hier aus können wir nur starten. Schön sieht das allemal aus, muss man sagen. Wirklich, das gefällt mir. Oh. Ja klar, wir mussten uns von so einem Sturz von gerade eben erholen. Egal, fahren wir mal ein bisschen hier gechillt runter. Dann wird die Welt ein bisschen bunter. Nein, nicht wirklich. Überall Schnee. Komm, wir gucken mal, wie viele Punkte wir hier machen können. ...19.000 haben wir schon. Oh nein. Steh auf, das sind hier, hier gehen schöne Punkte weg. Boah, hier kannst du aber auch schön runterrasen, ey. Schaffen wir die 100.000 Marke? Träumen darf man ja wohl, oder? Ach nein. Da haben wir wieder zu viel gewollt. An einer Stelle, wo man das eigentlich machen muss. Wo man es gar nicht nötig hat. Aber wir fallen auch immer so drauf, dass der kurz vorm Draufgehen ist, ne? Vergessen wir einfach eine Taste zu drücken? Muss man herausfinden. Naja, bei so einem Fall, da geht jeder drauf. Der Fall war schon irgendwie abgebremst, ne? Vielleicht folgendermaßen. Nee. Vielleicht auch zu
früh losgelassen. Ne, wegen den G-Kräften wahrscheinlich, weil da zu viel auf dich aufwirkt und da musst du halt dich ducken. Okay, aber das wird die 100.000 Punkte Strecke. Hoffe ich. Die Sache ist nämlich, wir nähern schon dem Ende. Obwohl, da kannst du auch noch einiges machen, wahrscheinlich. Sollst du aber nicht. Naja, komm, 50.000. Ist doch drin. 46.650. Ach komm, Junge. Wer ist mein Schneegiraffe? Oh, geil. Zurückteleportiert. Mach mich nicht unglücklich, Giraffe. Dich auch nicht. Komm, die 50.000 Punkte. Das muss doch drin sein. Jawohl, genau so. Genau so und nicht anders. Yeah, Giraffe. Ich frage mich, ob das in der Theorie möglich wäre, hier auch 1 Million Punkte zu machen. Ja, mit 50.000 müssen wir erstmal zufrieden sein am Anfang. Mehr ist nicht drin, aber wir sind auch nicht am Ende. Das sieht so aus, als ob man so schon kurz vorm Ende ist. Ist es aber nicht. Ja, das ist die etwas größere Strecke zum Schluss. Ach nein, und der Multiplikator ist weg. Naja, komm, 55.000. Schaffen wir 55.000? Unterbrochene Strecke, 6 Minuten. Ja, das macht aber auch Spaß, muss ich sagen. Hui. Neuer Versuch? Nein, nicht von hier. Aber das ist der höchste Berg, ne? Kann man da entlang? Ne, da ist Schluss. Da ist Schluss. Okay. Nun komm. Lass einen alten Fels nicht zu lange warten. Wenn du hier neben den Allergrößten stehen willst, musst du abheben und die Kunst des Fliegens erlernen. Das ist eine Spitze, sollen wir erreichen. Das heißt eigentlich, wenn wir jetzt hier Fallschirm benutzen, wäre das besser. Ja, wir müssen. Wir können nicht anders. So, erreiche die schwarzen Spitze, Kreuz. Ja, seht ihr? Da kommst du nicht hoch. Ohne Dings. Ohne ein Fallschirmchen. Voll, meinst du, wir kommen so dahin? Wird schwer sein. Was wäre die Alternative? Gibt keine. Wingsuit würden wir schon sehr viel an Höhe verlieren. Deswegen glaube ich, ist Paraglider schon am besten. Paraglider. Das muss echt so Spaß machen, ne? Zu schaukeln. Das eventuell nicht.
Versuch mal über Kopf zu halten. Geht das? Nee. Jetzt komm. Normalerweise müsste er reinknicken. Also die Seile müssen nachgeben. Es sei denn, du hast halt so wie wir die Stahlseile. Hui. Also sowas kannst du machen, sowas habe ich auch schon gesehen in Videos, aber so auf dem Kopf bleiben, wie wir das gerade gemacht haben, nope, da fliegst du durch deinen Schirm und verhedderst dich schön und dann stürzt du erstmal. Dann denkst du nur, oh nein. Genau, dann quietschst du, dann machst du quietschi quietschi. Jetzt so zum Paraglider wechseln, zum Wingsuit. Paraglider haben wir jetzt gerade. Zum Wingsuit wechseln, weißt du? Dann hast du die Höhe, wo du halt fliegen willst. Na, was auch schön wäre, wäre halt ein Paraglider mit Motor hinten rein. Gibt's ja. Wäre auch was Schönes. Vielleicht kommt das ja, So wie Snowmobil, Schneemobil. Ist auch nämlich was Schönes. Also mir gefällt die Umgebung. Ist alles sehr schön gemacht. Kann man ja sagen, ist alles nur Schnee. Ja und? Genauso muss das bei so einem Spiel sein. Wäre alles nur grün, wäre es falsch. Was mir so ein bisschen fehlt, sind so halt... Du hast sehr viele Online-Spieler, ja, die hier rumfahren. Du triffst auch verschiedene. Also auch Passanten eventuell. Schönes Tier. So, wie kommen wir da hin? Wir könnten unser Wingsuit jetzt benutzen. Tun wir auch. Das ist mal eine schnelle Methode. Bis zu 300 km/h. Wenn du sogar mehr schaffst mit deinem Wingsuit. Ich habe es jetzt nicht gemessen, aber gelesen und gehört. Es müsste auch eine olympische Disziplin sein, aber ich denke mal, das ist zu gefährlich. Ist es ja auch. Und dann, wenn halt ein Sportler halt Gold haben möchte, dann macht er und gibt er ja alles. Deswegen würde ich sagen, lass das mal lieber sein. Besser ist das für alle. So, warte mal, bevor wir weitermachen, möchte ich mal etwas gucken beim Athleten. Jawohl, wir können uns so ein Dings kaufen. Vampirkostüm. Das ist doch von Dings, wie hieß der? Kick-Ass. Was ist das? Flughörnchen. Batman-mäßig. Nehmen wir den roten Drachen. Nein, den grünen Drachen. Crewfarbe, Junge. Und jetzt Feuerspeien. Wo hast du den? Oh, jetzt! Hier, das ist unser Ort. Unsere Zeit, unsere Welt greift einfach zu. Okay, gleich müssen wir unser Fallschirm schon leider ziehen. Bin gespannt, ob wir jetzt unser Standard-Tiger-Fallschirm haben oder was Neues. Oh ne, guck mal, wir kommen schon näher dran als gedacht. Standard-Fallschirm. Oh! Au! Ah! Jetzt überall Nadeln. Auch im Arsch. Vom Baum. Da müssen wir runterrasen wahrscheinlich. Dann nehmen wir unsere Skier. Dings wird auch gehen wieder. Paragliding. Komm. Gehen wir hin. Oh, hier will ich nicht hin. Kommen wir denn noch dahin dann? Ich hoffe. Lass mal schauen. Ich
denke nicht, deswegen... Nein, doch, die Checkpoints sind ja... Genau,